Herzlich willkommen zum 7. Videotutorial zu iEval Freizeiten, der neuen Online-Plattform für die Evaluation von Kinder- und Jugendfreizeiten bzw. Jugendreisen. In diesem Kurztutorial zeigen wir dir, wie du zu den Ergebnissen bzw. zur Auswertung deiner Freizeit gelangst und in welchen verschiedenen Formaten du die Auswertung herunterladen kannst. Erst wenn du die Befragung geschlossen hast, kannst du dir die Ergebnisse ansehen. Vergiss bitte auch nicht vorher, die Rahmendaten zu deiner Freizeit einzugeben. Die Schaltfläche mit dem Balkendiagramm wird erst jetzt aktiviert. Du klickst auf Ergebnisse und siehst in der folgenden Liste alle Fragen deines Fragebogens untereinander aufgeführt. Durch Klicken auf die gewünschte Frage kannst du dir die Antworten grafisch aufbereitet ansehen. Inklusive der grundlegenden statistischen Kennzahlen wie Mittelwerte M, Standardabweichung SD und gültige Fälle N. Wenn du mit der Maus über die einzelnen Balken des Diagramms gehst, bekommst du im Kontextmenü die genauen Prozentwerte angegeben. In diesem Beispiel geben 63,2% der Befragten der Anreise die Note 2. Man sieht, N ist gleich 38, das heißt 38 Personen haben diese Frage beantwortet. Die Durchschnittsbewertung liegt bei einer Note von 2,42, die Standardabweichung bei 0,6. Dies kannst du dir für jede einzelne Frage direkt nach dem Schließen der Befragung ansehen. Quasi noch direkt am letzten Tag der Freizeit oder auf der Rückfahrt. Wenn du auf der Seite ganz nach unten scrollst, siehst du die von dir eingegebenen Rahmendaten zu deiner Freizeit. Ganz oben auf der Seite stehen dir die Ergebnisse in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung. Du kannst dir eine Gesamtauswertung als PDF mit allen Ergebnissen herunterladen. Diese enthält auf ca. 80 Seiten alle Ergebnisse und Grafiken. Du kannst dir eine CSV-Datei mit den Rohdaten herunterladen, um deine Daten in speziellen Statistikprogrammen zur weiteren Bearbeitung und Auswertung zu importieren. Du kannst dir einen ZIP-Ordner mit allen Grafiken herunterladen. Dieser Ordner enthält sämtliche Balken- und Tortendiagramme im JPEG-Format. Und zu guter Letzt kannst du dir für den schnellen Überblick eine sogenannte Kompaktauswertung deiner Freizeit als PDF herunterladen. Diese Kompaktauswertung enthält die wesentlichsten Daten zu deiner Freizeit und eine tabellarische Übersicht der Antworten mit der jeweils prozentualen Durchschnittsbewertung. In diesem Beispiel kompakt auf 4 Seiten. Sieh dir nun das 8. Tutorial an. Hier erläutern wir dir, wie du bei der Verwendung von Papierfragebögen die Antworten deiner Teilnehmenden und Mitarbeitenden ins System eingibst, um dir anschließend die Auswertung bzw. die Ergebnisse ansehen zu können.